Hast du für bestimmte Dinge in deinem Leben eine Vision von Gott bekommen? Eine Vision, dass sich Dinge verändern werden, wo du vielleicht schon lange irgendwelche Schwierigkeiten siehst, Probleme, Herausforderungen? Gibt es etwas, wo du denkst, Gott hat mir etwas zugesagt, aber irgendwie es entspricht so gar nicht dem, was ich momentan sehe? Egal, wofür das jetzt gelten mag, vielleicht für deine Gesundheit, vielleicht für deine Ehe, für Beziehungen, für Finanzen, für was auch immer. Ich möchte mit dir über einige Verse im Propheten Habakuk nachdenken, die sich darauf beziehen. Es ist eine sehr inhaltsreiche Stelle und einen Aspekt möchte ich daraus herausnehmen. Und zwar war es so, der Prophet Habakuk hatte einfach eine Klage vor Gott. Er hat so viel Elend gesehen, so viel Gräueltaten, es war einfach ätzend, was er betrachten musste. Und er hat gesagt, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Im Grunde genommen, wie viele Probleme und Schwierigkeiten gibt es hier? Herr, wie ist es denn möglich, dass sowas hier quasi in meinem Leben passieren kann? Und dann ist es interessant, wie sich die Sache entwickelt. Habakuk sagt, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm. Das ist schon mal die erste interessante Aussage. Er stellt sich auf seine Warte. Das heißt, er konzentriert sich. Er geht in Hab-Acht-Stellung. Er sagt, ich passe auf, was hier passiert. Ich schaue mir das an. Ich warte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er geht auf seinen Turm, seinen Wachturm. Er beobachtet sein Land. Er schaut, was passiert. Zunächst mal nimmt er das wahr, was da ist. Der Turm steht aber auch dafür, dass er sich absondert. Er geht vom normalen Gelände, vom normalen Umfeld, vom normalen Alltag hinaus, oben auf den Turm. Da begegnet er Gott. Da hört er die Stimme des Herrn. Da klärt und schärft sich die Vision. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben, zu hören, über sein Wort nachzudenken, ruhig zu sein, damit wir das empfangen können, was er für uns hat, Zeit mit ihm im wahrsten Sinne zu verbringen. Denn dort zeigt sich, was er uns als Vision für unser Leben, für die Situation dann auch geben will. Es heißt weiter, auf meinem Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Also er ist oben und sagt, jetzt will ich sehen, was Gott dazu zu sagen hat. Heißt, jetzt will ich sehen, wie die Antwort Gottes aussieht. Interessanterweise sagt er nicht, ich will hören, sondern er sagt, ich will sehen. Ich will schauen. Eine Vision, eine Sicht über das, was Gott für diese Situation hat. Wo die Lösung ist, wie sich das entwickeln soll. Weißt du, eine Vision ist etwas, was ja noch nicht da ist, was sich aber entwickelt, wo man sagt, das ist das, was Gott verheißen hat. Da bewegen wir uns hin, da bete ich hin, da bewege ich mich hin, da, das glaube ich, das proklamiere ich in meinem Leben. Das ist eine Lösung, die Gott mir verheißen hat, aus den Problemen und Schwierigkeiten, in denen ich vielleicht gerade stecke, dorthin mit dem Herrn zu gehen. Eine Vision, wofür auch immer. Und dann redet Gott, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Gott antwortet. Und er sagt, du hast was gesehen, schreib es auf. Und das gilt auch für uns. Das, was du vom Herrn empfängst, das, was du hörst, was du siehst, was du im Geheimen Geist empfängst, schreib es auf, notiere es. Wenn du es aufgeschrieben hast, dann kannst du immer wieder darauf zurückgreifen. Es ist nicht in deinem Verstand an der richtigen Stelle aufgehoben, sondern du musst es aufschreiben, damit du immer wieder darüber nachsinnen kannst, damit du es immer wieder im Gebet vor den Herrn bringen kannst. Sagen, du hast mir gesagt, du hast mir gezeigt. Und das ist etwas, was ich einfach glaube und wo wir uns hinbewegen. Du musst diese Dinge aufnehmen. Eine Vision, die nicht kommuniziert wird, ist eigentlich gar keine richtige Vision. Es muss mitgeteilt werden. Und deshalb sagt der Herr hier auch zu Habakuk, schreib es auf und auf eine Tafel und häng die sogar noch raus. Dass die Leute, die da in dem Bereich sind, mit denen du quasi zu tun hast, dass die es sehen. Gott hat dir das und das verheißen. Eine Vision, die weitergegeben wird. Und dann kommt die Zusage Gottes. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen.
wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Ist das nicht grandios? Die Vision kommt. Es ist egal, wie es aussieht. Bleib dran, harre, halt fest, wache, warte, sei auf deinem Turm. Bleib dran, es kommt. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Die Vision, die Gott in dein Leben gegeben hat, für deine Notsituation, für das, was du einfach auf dem Herzen hast, wofür du betest. Gott sagt, bleib dran. Es kommt hervor. Es kommt hervor. Wichtig ist, dass du es nicht wegwirfst, nicht übersiehst, nicht gering achtest, sondern dass du immer dran bleibst. Immer dran bleibst mit dem Herrn, auf deinem Turm, auf deiner Warte, mit deiner Vision. Und dass du sorgst dafür, dass sie in dir lebendig bleibt. Denn durch das, was du betest, das, was du redest, das, was du glaubst, das, was du denkst, bewegst dein Leben sich in diese Richtung. Und diese Richtung soll mit der Vision, die Gott für dich hat, übereinstimmen. Stimmt's?